Hallöchen. Und ich möchte Linda noch einmal lachen sehen. Hallöchen und willkommen zurück zu In Wien. Leider. Verdammt. Tja, ne? Also, wie mache ich das? Ich weiß es nicht. Ich könnte... Ups. Uiuiuiui. Erstmal hier, willkommen zurück. Und ich will Linda nochmal sehen, hat er gerade gesagt. Sorry, dass ich reingequatscht habe. Was muss ich denn hier tun? Ich schätze mal, der muss da runter, der Block. Ich kann ja jetzt den hier machen. Ups. Und dann... Genau, muss ich gucken, dass ich hier nicht durch die Gegend falle. Ach so, der Block verhält sich nicht spiegelverkehrt. Okay. Allerdings habe ich jetzt ein Problem. Ich komme hier nicht durch. Das heißt, ich muss hier nochmal... Verdammt. Na egal, egal, egal. Alles gut. Moment, ach, das funktioniert nicht. Das ist ja dann eher ungeschickt. Das funktioniert immerhin. Bin ich da jetzt durch? Ja, sehr schön. Was? Verdammt, ich will keinen neuen. Ah, Moment, wie mache ich das? Wie mache ich das? Das muss doch irgendwie gehen. So, ich bin jetzt auf dieser Seite mit dem Spiegelbild. Und ich will da hoch. Gut. Dann, ne, gehe ich jetzt mal hier hin. Genau. Dann kann ich... Verdammt. Wie komme ich hier jetzt rüber? Kann ich den hier machen? Nein. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Merkt man aber, glaube ich, auch gar nicht. Das Spiegelbild ist ja verdreht. Ja, ja. Zwergesel hat mich gelobt in der letzten Folge, glaube ich, dass ich das relativ gut hinkriege. Weil die meisten wohl Probleme hätten mit dem Spiegelbild, weil es ständig stirbt. Aber jetzt fängt es, glaube ich, bei mir gerade auch ein bisschen an. So, komm mal hier rein. Komm mal hier rein. Sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich das hier machen. Nee, Blödsinn. Kann ich gar nicht. Ich muss erst den Block hier reintun, damit ich hier oben beim Spiegelbild auf der rechten Seite hier drüber komme. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich... Nee, so klappt das nicht. Der bewegt sich ja trotzdem. Geht das so, wenn ich schnell bin? Dass ich das kurz antippe und dann drüber laufe. Nein, das funktioniert nicht. Gut. Was tue ich dann? Also so viel ist klar. Die Frage ist nur ein bisschen, wo muss ich denn hier unten stehen? Ja, okay. So wird das irgendwie auch nichts. Okay, wie mache ich das? Wie mache ich das? Pass auf. Ich kann hier noch ein bisschen verschieben. Also ich will, wenn die Box hochfliegt, will ich danach nach rechts laufen. Auf der linken Seite, damit das Spiegelbild nach links geht. Und danach will ich mir eine neue Box holen. Das heißt, ich müsste eigentlich hier in der Ecke links stehen. Und wenn ich nach links gehe, geht mein Spiegelbild nach rechts. Okay. So. Wie tue ich das jetzt? Ich glaube, ich kann das ja mal so machen. Warum? Warum bist du weiter runtergefallen? Was soll das? Das hat doch gepasst. Du warst doch da drin. Na gut. Okay, machen wir das Ganze mal so. Jetzt kann ich ja wieder nach links zurück. Allerdings will ich ja auch den Block da irgendwie rüberkriegen, ne?
Ich muss den Block da rüber kriegen. Genau, dann ist da hinten offen. Jetzt muss aber der Block nach oben, ne? Kann ich hier sowas machen? Ja, das funktioniert. Ah, jetzt kann ich das hier machen, okay. Allerdings geht das nicht seitlich, sondern ich muss jetzt hier den da machen. Verdammt. Das hat nicht geklappt. Ah! Ah, verstehe. Alles gut, alles gut. So. Ich glaube, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Das macht ja nichts, ich kann ein bisschen zurück. Wie weit muss ich? Noch ein bisschen? So ungefähr? Ja, so ist gut. Wunderbärchen. Jetzt kann ich nämlich einen neuen Block holen. Kann den runterfallen lassen, kann nach rechts fallen lassen, nach unten fallen lassen. Und kann endlich mit dem Spiegelbild da hoch. Sehr gut. Wenn ich jetzt hier nach unten einen neuen Block hole, dann bleibt auch hier das Ding zu. Das hier. Beim Spiegelbild. Und ich kann ganz gemütlich, ohne schlechtes Gewissen, zumindest mal, was die Spiegelseite angeht, frei rumlaufen. So, da wäre doch die erste Schwierigkeit schon mal geschafft. Wie kriege ich jetzt... Okay, so nicht. So auch nicht. So funktioniert das. Sehr gut. Jetzt muss ich hoch. Ich könnte es auch noch ein bisschen weiter schieben. Da käme ich da vielleicht sogar mit rein. Genau, dann kann ich es rüber schieben. Ich muss jetzt nach rechts fallen. Alles gut. Nee, nicht alles gut. Denn jetzt kann ich nicht mehr nach unten. Ach, verdammt. Das ist ja nicht so gut, ne? Dass man hier dann einfach sterben kann. Nun gut. Ich darf da also nicht hoch. Also hoch mit dir. Kurz hier zur Seite laufen. Nach rechts fallen, nach unten fallen. Ja, ja, nee, alles gut, alles gut. Hier komme ich durch. Ah, alles klar, alles klar. Und da treffen wir uns ja auch schon fast. Wer hätte es gedacht, dass das so einfach geht? Naja, einfach. Ah, geschafft. Yay. Hat ja auch nicht lang gedauert oder so. So, ich kann jetzt hier rüberlaufen, aber dann fällt mein Spiegelbild leider in die Stacheln. Ich kann natürlich den hier machen. Ich könnte jetzt ganz simpel einfach mal zurückfallen und... Nee, kann ich nicht, ne? Dann müsste ich nochmal nach unten, dann... Habe ich immerhin schon mal gespeichert, aber ob mir das was bringt, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es ja ein bisschen. Nun gut. Ah ja, Spiegel verkehrt. Okay. Was? Ach so, ja, ich muss hier natürlich in das Feld rein. Weit. Das hier muss ich tun, genau. Ja, Spiegel verkehrt, ich weiß. Sehr gut. So, geht doch. Und jetzt muss ich gemütlich hier rüber und runter. Und dann, ja, ne? Kann ich da einfach hoch. Das war jetzt eher nicht so schwer. So in Summe. So, und ich glaube, jetzt kann ich mich spiegelbildfrei, oder? Bewegen. Genau. Boah, das geht. Kein Problem. Das geht auch. Sind da oben Stacheln? Nö. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, die Musik ist wirklich großartig. Puh, wie das passt. Wie knapp, hey, wie knapp. Aber es passt. Spiegelbild, ich sehe dich. Ich rette dir.
Die vorletzten Sommer sah es kurz so aus, als könnte alles gut werden. Wir fuhren nach Cape Cod, waren glücklich und machten Pläne. Cape Cod? Wo ist das denn? Kenn ich gar nicht. Ist mir neu. Ich frage mich... Ah, alles klar. Sehr gut. Das war's dann mit diesem Level. Der war ja erstaunlich kurz. Und ich würde sagen, wie immer, mache ich hier natürlich auch die letzten drei Levels noch vor dem Ende und gehe nicht direkt zum Ende, um die Phase noch abzuschließen. Allerdings werde ich das aufgrund der Folgenlänge und da, weil die Levels doch ein bisschen anstrengend sind, werde ich die Aufnahme und die Folge ein bisschen kürzer halten, das beim nächsten Mal tun. Wie gesagt, vielen Dank für dieses Spiel. Ich finde die Levels gerade richtig gut, viel besser als die ersten paar. Dieses Symmetrische finde ich echt nett, mit dem Spiegelverkehrten. Das ist interessant. Vor allem, dass die dann verschieden sind und man auf beide achten muss. Ist zwar ein bisschen anstrengend, aber finde ich echt gut. Kannte ich bisher so noch nicht. Und die Musik ist super und deswegen freue ich mich, bei der nächsten Folge weiterspielen zu können. Ja!